Hi Sportfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Ich zeige euch in diesem Video einen leckeren Pudding, den ihr euch machen könnt. Die Basis des Ganzen sind hier die Chiasamen. Ihr bekommt die im Reformhaus, ihr bekommt die natürlich auch im Muskelmachershop.de. Das sind Bio-Chiasamen, die haben hohen Ballaststoffgehalt. Und gerade in der Diät, in der Definitionsphase oder wenn man einfach auf eine ausgewogene Ernährung achten möchte, sind Ballaststoffe ganz besonders wichtig. Zum Beispiel auch für Veganer sind das ideale Fettsäuren. Ihr seht es hier auch nochmal, die Fette, die sind hier reich vertreten mit 31%. Aber es sind eben sehr gute Fette, 3, 6 und 9 Omegas, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, was ihr braucht, ist eine Küchenwaage, damit ihr hier die richtigen Mengen verwendet. Ihr seht, ich stelle einfach mal die Schüssel hier auf die Küchenwaage drauf, stelle das Ganze auf Tare, dass es auf 0 gestellt ist. Und jetzt gebe ich hier die Chiasamen dazu. Ihr könnt ja schon mal gucken, die sehen aus wie Mohn, falls das nicht bekannt sein sollte. Schaut aus wie Mohn, lässt sich gut dosieren und ich empfehle euch davon, 15 bis 20 Gramm zu nehmen. So, jetzt geben wir hier Kokosnussmilch dazu. Die bekommt ihr zum Beispiel bei Edeka und in anderen Supermärkten. Ihr müsst ein bisschen danach suchen. Ich empfehle euch die Kokosnussmilch, weil die zum einen eben schon so ein bisschen dickflüssiger ist. Zum anderen passt es geschmacklich sehr gut. Ihr könnt auch normale Milch verwenden. Mit Wasser könnt ihr es auch probieren. Ob das schmeckt, weiß ich allerdings nicht. Deswegen geben wir hier mal Kokosnussmilch dazu. Und zwar für den Anfang 200 Milliliter. Ihr werdet im Laufe des Ganzen noch ein bisschen aufstocken müssen. Seht ihr, ungefähr 200 Milliliter im Laufe des Ganzen dann nochmal aufgießen. Und jetzt geben wir hier einen schönen Scoop vom Schokoprotein dazu. Ich verwende hier das Whey-Protein-Komplex von Olymp im neuen Design. Das gebe ich jetzt hier dazu. Ein bisschen praktischer wäre es, wenn ich das Ganze im Shaker zubereitet hätte, aber es geht eben auch so, muss ich halt ein bisschen besser rühren. Oder ihr verwendet einen Schneebesen, um das Ganze einzurühren. Und ich zeige euch dann gleich, wie das Ganze ausschaut. Jetzt ist es soweit. So schaut er aus, der Schokopudding. Also der kann jetzt noch ein bisschen fester werden. Das dauert so locker 6 Stunden, bis die Chiasamen so richtig gequollen haben. Ich empfehle euch, das am besten über Nacht stehen zu lassen. Ich tue das auch nochmal rein. Werde es dann erst in einigen Stunden essen, vielleicht sogar erst morgen essen. Also am besten damit ab in den Kühlschrank, damit euch auch nichts verdirbt. Ein Tipp gebe ich euch noch, und zwar nicht mehr als 20 Gramm Chiasamen auf einmal zu essen. Hat ganz einfach damit zu tun, dass das bei euch sonst, wenn ihr das nicht gewöhnt seid, zu Verdauungsproblemen führen kann. Die Handbewegung hat gerade so einiges gesagt. Also auf jeden Fall nochmal drauf achten. Sehr lecker, es schmeckt wirklich sehr köstlich und gerade wenn sich diese Chiasamen komplett aufgelöst haben und geliert haben, schmeckt es wie ein richtig guter Schokopudding, wo ihr euch halt einfach die Kohlenhydrate spart und insgesamt auch jede Menge an Dingen einspart, die man einfach nicht über die Ernährung zu sich nehmen sollte oder ganz bewusst vermeiden kann. Ich hoffe, dass euch dieses Video, dieses Rezept gefällt. Gebt mir auf jeden Fall eine Bewertung und checkt mich auch auf Instagram und auf Facebook ab. Die Links dazu sind wie immer unter diesem Video in der Infobox drin. Wir sehen uns, macht's gut, viele Grüße, euer Simon.